So manche Kartenplotter, also Navigationssysteme fürs Boot, kosten im Komplettpaket ungefähr so viel wie manch segelfertiger Kleinkreuzer. Das Ganze kriegt man natürlich auch wesentlich günstiger und mindestens genauso praktikabel hin. Was ihr dafür braucht, wie das geht und wie das am Ende aussehen kann, das und mehr erfahrt ihr jetzt. Zunächst müssen wir uns einmal darüber klar werden, was wir mit dem System überhaupt erreichen wollen. Was, denke ich mal, klar ist, am Ende sollen Standort, Kurs und Fahrt auf einer möglichst brauchbaren Seekarte auf einem möglichst robusten Anzeigegerät erscheinen und dargestellt werden. Die Funktionalität des Navigationsprogramms soll uns keine Wünsche offen lassen, der Stromverbrauch der Gesamtlösung möglichst gering sein. Ich denke, bis hierhin gehen erstmal alle mit. Welche Daten wir konkret am Ende ins System einspeisen und angezeigt haben wollen, das ist wohl von Segler zu Segler extrem unterschiedlich. Mir persönlich genügen erstmal die Standort-, Kurs- und Fahrtwerte, die wir aus einem einfachen, handelsüblichen GPS-Empfänger rauskriegen. Das erleichtert die Sache schon mal extrem. Unabdingbar für mich als Einhandsegler, der auch schon mal eine Nacht oder mehrere Nächte durchsegelt, ist zudem der Empfang von AIS-Positionssignalen, also den Positionsdaten anderer Schiffe. Dadurch können wir uns bei gefährlicher Annäherung über das Navigationssystem Alarme ausgeben lassen, sowie die Passierabstände sehr gut erkennen und gegebenenfalls durch Kurs- und Fahrtwerte auch vergrößern. Auf der Hardware-Seite soll das System möglichst robust, wartungsfreundlich und kompakt sein. Außerdem soll die Möglichkeit bestehen, das Anzeigegerät zumindest zeitweise auch kabellos zu verwenden. Und als letzten Punkt sollte das ganze System am Ende nicht unverhältnismäßig teuer sein. Soweit erstmal meine Anforderung an mein Navigationssystem. Dass dieser Anforderungskatalog je nach Segler wirklich extrem unterschiedlich ausfallen kann, das ist mir durchaus bekannt. Ich lese ja auch gerne mal im Segelnforum mit. Andere wollen eben noch die Winddaten, die Tiefendaten oder auch mal das AIS-Signal selber aussenden. All das können wir auch bei diesem System problemlos später nachrüsten. Wie ihr dazu steht, was für euch alles zu einem vollwertigen Kleinkreuzer oder allgemeinem Segler-Navigationssystem gehört, was da für Daten rein müssen, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Es würde mich wirklich ehrlich interessieren, auch was für Systeme ihr am Ende verwendet. Ob ihr auch eine Selbstbaulösung habt, irgendwie euer Handy, Tablet, Laptop oder auch gleich einen Plotter. Gerne damit unten in die Kommentare. Genug geredet, steigen wir ein. Und das hier ist auch schon fast alles, was wir für unser Navigationssystem brauchen. Ich habe mich als Kern der ganzen Geschichte für einen Raspberry Pi 4 entschieden. Es gibt zwar schon den 5er, die Nachfolgegeneration, die leistet zwar mehr, verbraucht aber gerne mal bis zu doppelt so viel Strom wie dieses Gerät und an Bord eines Kleinkreuzers müssen wir damit immer so ein bisschen haushalten. Von daher der 4er, der langt auf jeden Fall. Werksmäßig kommt er übrigens ohne Gehäuse. Ich habe mich hier für ein Kunststoffgehäuse mit passiver und aktiver Kühlung entschieden. In so einem Kleinkreuzer wird es ja doch schon mal ganz gerne recht warm, wenn die Sonne drauf scheint. Die Stromversorgung kann man entweder mit einem Spannungswandler von 12 auf 5 Volt realisieren oder aber, wie ich derzeit noch so ein bisschen fliegend, mit einer freien USB-Steckdose mit mindestens 3 Ampere Leistung. Auf Seiten der Software nutze ich schon länger ziemlich zufrieden OpenCPN. Zuletzt auf einem Windows-Laptop, nun auch auf dem Raspberry. Das Programm bietet unglaublich viele Funktionen und unterstützt eine große Anzahl an hilfreichen Plugins, die den Funktionsumfang noch wesentlich erweitern. Hierzu empfehle ich die Installation von OpenPlotter, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Hier sind OpenCPN und einige andere durchaus hilfreiche Programme bereits vorinstalliert. Das Einrichten der Software wird dadurch erheblich vereinfacht. Die von mir verwendeten Seekarten stammen dabei von OCharts und sind optisch und vom Informationsgehalt her an so einigen Stellen annähernd identisch mit denen, die auf vielen elektronischen Seekartensystemen in der Berufsschifffahrt eingesetzt werden. Zur Anzeige kommt bei mir hier an Bord ein 10 Zoll Tablet in einer ziemlich robusten Schutzhülle daher. Das kann mal irgendwie runterfallen oder auch irgendwo anecken. Da passiert nichts mit. Da dieses nur anzeigen, aber nicht selber rechnen muss, ist der Stromverbrauch eher gering. Die Datenübertragung vom Raspberry zum Tablet läuft komplett kabellos über einen VNC-Server. Wir können das Ding also überall verwenden, im Cockpit, in der Hundekoje, vorne im Vorschiff, wo auch immer wir wollen. Als Backup habe ich noch einen kabelgebundenen Bildschirm da, sollte mal mit dem VNC-Server irgendwas nicht richtig funktionieren. Außerdem ist auf dem Tablet noch OpenCPN selber installiert. Die Android-App hat allerdings nicht so viele Funktionen wie die Rechner-Applikation. Deswegen bevorzuge ich die auf dem Raspberry, aber ihr seht schon, Rückfallebenen haben wir zu Genüge. Bedient für die ganze Geschichte entweder direkt über den Touchscreen des Tablets oder aber über diese recht kompakte und kleine Tastatur-Mauspad-Kombination. Das ist dann auch schon das Grundgerüst unserer Navigationsanlage. Ganz einfach. Jetzt brauchen wir nur noch die Navigationsdaten im System und wie machen wir es an Bord? Richtig, mit Antennen. GPS, ganz einfach, wir brauchen lediglich eine handelsübliche mit dem Raspberry-kompatible GPS-Maus. Die gibt es eigentlich überall, bei Mediamarkt, bei Amazon, kostet nicht viel, ganz einfach. Minimal komplizierter ist dann der Empfang von AIS-Signalen. Da brauchen wir einen AIS-Empfänger, der auch einen USB-Ausgang hat. Ich verwende hierfür den AIS-USB-Stick von CNEX. Der hat auf der einen Seite natürlich seinen USB-Ausgang, hier einen Antenneneingang. Wird an eine UKW-Antenne angeschlossen, fertig. Dann müssen wir nur noch unsere beiden Antennen, GPS und AIS, per USB mit dem Raspberry verbinden.
in OpenCPN die Ports auswählen, gegebenenfalls noch die Baudrate einstellen. Manchmal macht er das automatisch. Das ist immer so ein bisschen Glückssache, aber auch nicht allzu kompliziert. Einfach mal durchprobieren. Irgendwann funktioniert's. Und das war's schon. Mehr brauchen wir nicht, um die oben genannten Anforderungen zu erfüllen. Aber wir wollen natürlich noch kurz auf die Kosten des Systems eingehen. Ich habe das Video mit der recht reißerischen Behauptung aufgemacht, dass so ein fertiger Kartenplotter teilweise so viel kostet wie ein Kleinkreuzer. Also, was kostet der Spaß? Der Raspberry 4 mit 8 GB Arbeitsspeicher kostet gut 90 Euro, das Gehäuse 12. Die SD-Karte fürs Betriebssystem mit 64 GB Speicherplatz liegt bei 10 Euro, für die Tastatur werden 20 Euro fällig. Das Tablet, das bei mir auch im Alltag zur Anwendung kommt, liegt mit Schutzhülle bei 180 Euro. Die GPS-Maus kostet 20 Euro, der AIS-Stick 170 Euro, die Antenne 60 Euro. Die Software ist kostenlos, Seekarten kosten je nach Fahrtgebiet. Für die Karte der deutschen Küste wären etwa 12 Euro pro Jahr fällig. Das Gesamtpaket, wie es hier liegt, wie ich damit ziemlich erfolgreich auch zur See fahre, liegt also bei etwa 550 Euro. Das ist etwa 1000 bis 1500 Euro weniger Geld, als der handelsübliche 10 Zoll Seekartenplotter kostet. Und da ist dann noch kein AIS-Empfang mit bei. Natürlich gibt es Szenarien, da ist der Plotter einfach die bessere Wahl, aber für die, ich sag mal, handelsüblich, für die normale Kleinkreuzerei, auch vor allem hier auf der Ostsee, auch noch auf der Nordsee und darüber hinaus, langt dieses System, wie ich es hier beschrieben habe und wie ich es fahre, völlig. Wenn es einem dann doch irgendwann zu wenig wird mit Daten, die man hat, dann kann man immer noch ziemlich gut und auch recht relativ günstig nachrüsten. Das soll es an dieser Stelle auch schon wieder gewesen sein. Wie das ganze Zeug dann in der Praxis funktioniert, was ich damit mache und was es am Ende auch taugt, das und mehr werdet ihr diesen Sommer hier bei mir auf dem Kanal erfahren, wenn es mit dem Boot für einige Wochen Richtung Skandinavien geht. Wenn ihr bis hierhin Fragen, Anmerkungen, Kritik oder ähnliches habt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ja, und dann bis dann und gegebenenfalls auch viel Spaß beim Nachbasteln.